Willkommen zu einem Video von Schrott24. Dieses Video dreht sich heute um das Thema Leiterplatten. Damit auch Sie Ihre Leiterplatten am besten sortieren können, zeige ich Ihnen, welche Sorten es gibt und wie Sie sie erkennen. Auf unserer Webseite können Sie 4 verschiedene Leiterplattenqualitäten auswählen, zudem RAM und Server Backplanes. Bei den Leiterplatten unterscheiden wir zwischen der Klasse 1A, der Klasse 1B, der Klasse 2 und der Klasse 3. Darüber hinaus haben wir die Server Backplanes, die PCI-Steckkarten und den Arbeitsspeicher, auch kurz RAM genannt. Wie Sie die einzelnen Leiterplatten voneinander unterscheiden, das zeige ich Ihnen jetzt. Bei den Leiterplatten Klasse 1A und 1B unterscheiden wir auch zwischen alten und neuen Leiterplatten. Die alten, die 1A, wurden bis zum Baujahr 2000 hergestellt, ab 2000 die neuen 1B. Darüber hinaus gibt es noch ein zweites Merkmal, die Sockets, dort wo die CPUs angesteckt werden. Die haben jeweils immer eine Nummer abgebildet. Schauen wir uns die Nummer genau an, sind die unter 478 die 1A, die alten, und über 478 die neuen. Sind keine Löcher vorhanden, wie in diesem Beispiel, gehört das auch meist zu der Klasse 1B. Wenn wir bei den Steckplätzen bleiben, können wir auch einen Größenunterschied feststellen. Die 1A sind mit größeren Löchern versehen und die 1B mit kleineren. Anhaftung, wie zum Beispiel Metallkühlplatten oder den Batterien, die sich meist in diesen Gehäusen verstecken, sollten vor dem Verkauf entfernt werden, da wir sonst diese Leiterplatten der Klasse 2 zuordnen müssen. Kommen wir nun zu den Leiterplatten Klasse 2. Der wohl größte Unterschied zwischen den ersten beiden Leiterplatten und der Klasse 2 ist der, dass diese Leiterplatten nicht aus dem PC stammen, sondern aus anderen elektronischen Geräten. Man findet kaum vergoldete Kontakte, eher im Gegenteil, man findet viele Chips, Transistoren und Quarze. Finden tut man sie meistens in Switches, Modems, Drucker, TV-Receiver. Bei den Leiterplatten der Klasse 3 haben wir den größten Unterschied zu den vorherigen Leiterplatten. Und zwar beziehen wir uns auf die Größe der Bauteile, die angebaut sind. Die Kondensatoren oder auch die Transistoren oder jegliche Kühlplatten stechen hier hervor, die zeigen, dass es sich hierbei um Leiterplatte Klasse 3 handelt. Finden tun wir diese Leiterplatten bei TV-Geräten, SAT-Anlagen und Radios. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video weiterhelfen. Falls Sie noch Fragen haben, dann schicken Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie uns gleich an. Die Kontaktdaten finden Sie unten in der Videobeschreibung. Erreichbar sind wir auch auf sozialem Netzwerk. Am besten schreiben Sie uns gleich unter dem Video einen Kommentar. Gibt es noch Themen oder Schwierigkeiten bei der Altmetallsortierung oder haben Sie allgemeine Fragen bezüglich des Schrotthandels, des Ablaufs im Schrotthandel? Dann sind wir daran interessiert, das zu erfahren. Ich sage danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.